Ja, jetzt habe ich mal wieder was aus der Kategorie. Gestern wusste ich noch nicht, was das ist. Heute habe ich es dank Paul mal gebaut. Und zwar ist das hier ein Atmega 328, der klassische Arduino-Prozessor, mit einer sogenannten H-Brücke für eine Motorsteuerung. Die benutzt man zum Beispiel, um einen Motor links oder rechts drehen schalten zu können. Hier unten sehen wir einen kleinen Spannungswandler. Das ist ein LP2905. Der macht aus beliebig viel stabile 5 Volt. Hier ein paar Indikator-LEDs. Was die machen, sieht man gleich. Motörchen. Den finde ich übrigens richtig geil. Den habe ich aus einem CD-ROM geklaut. Das ist der Motor, der die Schublade normalerweise auf und zu macht. Und das Ganze hängt zwecks Spannungsversorgung an diesem hübschen kleinen Netzteil. Und was passiert, wenn man hier draufklickt? Ich mache mal an. Na, komm her. Genau. Jetzt haben wir hier oben 6,8 Volt, wie man sieht. Und hier unten kann man sich jetzt dann erfreuen, dass der Motor meinem Programm zufolge genau das macht, was er soll. Er dreht nämlich in die eine Richtung, dann bleibt er kurz stehen, dann dreht er in die andere Richtung und dann wieder von vorne. An den LEDs sieht man, welche von den Transistoren gerade durchschalten. Die, wo es an ist, da sind die Transistoren gerade auf. Die, wo es aus ist, da sind die Transistoren gerade zu. Und an dem Motor sieht man mit ein bisschen Mühe tatsächlich, ja, da ist so eine kleine Markierung. Bleibt stehen, fährt an, bleibt stehen, fährt an. Tja, das ist dann der erste Schritt in Richtung, ich habe hier irgendwas, was ich durch die Gegend fahren lassen kann, würde ich mal sagen.